Ja, natürlich können wir jetzt über die Pause reden. Ich würde gerne über das andere davor reden. Warum ist dieser Terminstress gekommen? Warum ist das eigentlich alles passiert? Und dazu sage ich ja öfter was. Und das ist das, was mich stört. Die Pause im November, also bitte seid mir nicht böse, wir spielen normalerweise einen Monat länger. Also dass in diesem Jahr einiges nicht stimmt, das ist doch das Thema. Dass wir auch diesen Stress im internationalen Bereich, dass es gar keine normalen Wochen mehr gibt, ist ja auch nicht normal. Und das haben ja Leute zu verantworten, die so tun, als wenn das alles mal auf einer Arschbacke abgesetzt wird. Und das ist das, was mich ankotzt. Aber wie gesagt, wir sind im Showgeschäft, wie es aussieht, nicht im Fußball. Und ist einfach so. Und da müssen wir damit leben. Aber dazu habe ich schon öfter was gesagt. Und das ist mein Problem. Ja, und das sehen wir ja auch, glaube ich, nicht nur bei uns. Das sehen wir bei ganz, ganz vielen anderen Mannschaften, die einfach alle durch sind. Wo es Verletzte gibt, wo es aus meiner Sicht dann nicht mehr um den Menschen geht, sondern einfach nur darum, machen, tun. Und egal, wie es ausgeht. Und wir sind in diesem Halbjahr, glaube ich, noch mal extra in der einen oder anderen Situation mit einem Schlag ins Gesicht getroffen worden. Aber noch mal, wir stehen auf. Wir nehmen es so, wie es kommt. Und wir freuen uns auf die Rückserie. Und wir werden als Mannschaft daraus gestärkt rausgehen und dementsprechend auch alles positiv angehen, um dann wieder erfolgreich zu werden.